Leute, wir haben den Porsche von Arnia abgeschleppt. Wow, so Leute, der stellt, wir müssen die Elektroschocken. Wer hat das gemacht? Hey Leute, Crimex hier, was geht ab mit Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu GTA 5 RP, Leute. Und heute werden wir all unsere YouTube-Freunde als Fake-Polizei pranken. Leute, wenn ihr darauf Bock habt, lasst natürlich immer ein Like und ein Abo da. Und um natürlich hier der perfekte Fake-Polizist zu sein, seht ihr schon, sind wir auf dem Weg zum Polizeirevier, denn wir brauchen erstmal Polizeiausrüstung, damit wir natürlich auch wie ein Fake-Polizist aussehen. Ich habe mir überlegt, Leute, wir können natürlich nicht ganz alleine das Polizeirevier stürmen. Und deswegen werde ich die jetzt hier mal so ein bisschen beobachten, die Polizisten. Vielleicht fährt ja hier gleich jemand auf Streife oder sowas und den können wir uns dann schnappen. So, perfekt, Leute. Wir steigen jetzt hier mal ganz kurz aus, schnappen uns mal... Oh, was ist das denn? Schau mal, da fährt gerade wirklich sogar einer raus da vorne. Ey, okay, das ist perfekt. Das ist unsere Chance. Den müssen wir uns schnappen, weil wir können natürlich nicht ganz alleine das Polizeirevier stürmen. So, okay, wir bleiben jetzt mal kurz hier an dem dran. Den werden wir jetzt mal verfolgen. Check das mal aus. Sandless Zone Zero. Das urbane Fantasy-RPG, über das die ganze Gaming-Szene spricht. Sandless Zone Zero öffnet jetzt endlich final die Pforten für den Beta-Test. Und das Ding kommt von den kreativen Köpfen von HoYoVerse, also wird das Ding auf jeden Fall auch garantiert abgehen. Warum ich so gehypt bin? Weil Sandless Zone Zero einfach mal ein Spiel ist, bei dem du komplett deine eigenen Entscheidungen und dein Schicksal selbst bestimmen kannst. Du bewegst dich in einer riesigen, neonbeleuchteten Stadt, die von mysteriösen Katastrophen den Hollows heimgesucht wird. Und du, ja du, hast die Chance, einer der Proxys zu werden. Die Auserwählten, die zwischen unserer Realität und dem Unbekannten navigieren. Jetzt schnell anschnallen, denn die Anmeldung für den finalen Beta-Test ist gerade live gegangen. Das ist jetzt deine Chance, Teil von diesem Universum zu werden. Völlig egal, ob du auf PS5, PC oder auf dem Handy zockst, das Game bietet eine makellose Erfahrung auf allen Plattformen. Dieser komplette Anime-Touch und der Soundtrack sind natürlich ganz wild, Leute. Egal, ob du ein abgebrühter Anime-RPG-Veteran bist oder ein Neuling in der Szene, es wird dir auf jeden Fall gefallen. Meldet euch an für den finalen Beta-Test, Leute. Checkt, dass ihr alle Schritte abgeschlossen habt. Und wenn ihr dieses Bild seht, dann habt ihr alle Schritte richtig befolgt. Und denkt auch an die Umfrage, Leute. Das ist euer Ticket, um eine Bronxy-Legende zu werden. Erzählt euren Freunden, zockt mit euren Freunden gemeinsam, Leute. Checkt das Ganze jetzt aus. Let's go! Wir werden diesen Polizisten jetzt ausschalten, schnappen uns seine Klamotten und dann geben wir uns einfach als Fake-Polizist aus und können einfach easy unsere YouTube-Freunde pranken, Leute. So, wo fährt der hin? Wisst ihr was? Ist mir auch egal, wo er hinfährt. Wir schnappen uns jetzt hier mal... wir brauchen jetzt hier mal eine gute Waffe, keine Pistole, am besten irgendwas Automatisches. So, oh, Mikro-MP. Und 3, 2, 1 und... Oh mein Gott, der stürzt da runter! Nein, der darf nicht entkommen! Oh mein Gott. Okay, Leute, wir haben ihn ausgeschalten. Niemand hat hier was gesehen. Okay, Leute. So, jetzt können wir uns einfach mal direkt seine Polizeiuniform schnappen. Wir ziehen uns jetzt mal um hier. So, zack, zack, zack. Oh mein Gott, Leute. Wir haben die Polizeiausrüstung an. Das sieht doch schon mal gut aus. Aber unsere YouTube-Freunde werden uns natürlich trotzdem noch erkennen, weil die sehen uns ja. Und deswegen habe ich mir überlegt, wir ziehen uns jetzt einfach mal noch so eine Sturmmaske an, wie so eine SEK-Spezialeinheit von der Polizei. Und dann werden uns unsere YouTube-Freunde natürlich alle nicht mehr erkennen, Leute. So, Leute, guckt euch das hier mal an. Also, ich sag mal so, man kann mich eventuell vielleicht noch an meiner Cap erkennen, Leute. Aber ich sag mal so, wenn Leute sagen, ich wäre ein Crimex, dann verhafte ich die einfach. So ein Ding ist das. Also, die können sich auf jeden Fall nicht hundertprozentig sicher sein. Jetzt schnappen wir uns hier noch das Polizeiauto. Ich hoffe, niemand der anderen Polizisten wird hier komische Fragen stellen, weil das Auto hier ein bisschen durchlöchert ist. Aber wir fahren jetzt mal wieder zurück zum Polizeirevier. Und da schnappen wir uns jetzt mal richtig gute Polizeiausrüstung. Let's go! Oh, Leute, ich hoffe, niemand wird jetzt hier komische Fragen stellen. Wir fahren jetzt hier mal auf den Hof drauf. Oh, funktioniert das hier? Oh, bitte, bitte, bitte. Oh, der Poller fährt runter, So, wir fahren da jetzt mal rein. Oh, Leute, guck mal, da vorne ist sogar schon ein anderer Polizist. So, wir steigen jetzt hier mal aus. Moin, Kollege. Ja, moin, moin, hilf mir mal hier ganz kurz, ja? Ja, ja, alles klar. Was muss hier dran? Alter, was macht der denn da hier? Oha, was hast du denn da jetzt installiert hier? Ja, das ist unser neues Equipment. Kennst du es noch nicht, oder was? Was? Hier gibt's neues Polizeiequipment? Oh, ich sehe, du bist vom Einsatz gekommen, oder?
Aber ja, ich habe nichts im Funk gehört. Was waren das für Einschusslöcher ja, hier? Ja, ja, das waren hier die Ballers. Grove Street hat mich angegriffen. Ja, ja. Ja, ja, und was, wie war es mit Durchfunken? Oh. Was soll das? Oh, Leute, der stellt hier komische Fragen, weil mein Auto zerstört ist. Ja, mein Funkgerät wurde zerschossen. Ja, ne, das ging da hinten leider nicht mehr. Sieht man ja, so. Ist ja alles kaputt da hinten drin. Und ja, wie ja. heißt du? Ich habe ihn noch nie gehört, gesehen. Und wieso trägst du eine Maske? Ich bin von der Spezialeinheit. Da tragen wir alle Maske, um unsere Identität zu schützen. Ja, ja, genau. Alles ich bin klar, ja. Officer Jefferson. Aber habt ihr nicht sowas schon bei euch? Ja, doch, klar. Das haben wir schon lange. Ist gar nichts Besonderes yeah, hier ja. für uns. Damit kann man richtig gut die Autos Alter, von Leute, hinten einfach befestigen, ne, wenn ja einer abhauen krass. Will. Das ist perfekt, um unsere YouTube-Freunde zu pranken. ja, was habt ihr hier sonst noch so an Spezialsachen hier, ne? Ja, also wir haben noch den Abschlepper. Damit kriegen wir wirklich jedes Fahrzeug abgeschleppt. Alter, was? Oha, Alter. Ey, Leute, mit dem Teil, da können wir alle YouTuber-Autos einfach abschleppen, egal wie groß und schwer die sind. Kennst du das, wenn so komische Lamborghini-Fahrer sich so komisch hinstellen und man denkt, ja, die kann man eh nicht abschleppen. Mit dem Ding. Ja, genau, genau. Immer die YouTuber, ne? Die YouTuber mit ihren Lambos da. Ja, jetzt können wir alle abschleppen. Ja, dann super. Haben wir hier eine Trönchen, ne? Infrarotdrohne. Alter, eine Polizeidrohne. Nachtsicht, alles Mögliche, ein bisschen fliegen. Okay, das ist ja richtig super. Ja, ja, das ist cool, ja. Okay, ja, und was ist das hier, ein Lambo oder was? Hä, was machst du denn da? Ja, siehst du das was? Hier? Was? Oh das ist mein Gott! Auch sehr wichtig, falls jemand denkt, der kann nicht es abhauen, gibt jetzt weißt Parkkrallen, du? Die man an Autos machen kann. Ja, wenn du damit losfährst, ist der Lambo schön. Warte ne? mal, ich teste mal, ob ich da mit dir fahren kann, ob das überhaupt funktioniert. Und, ey Leute, man kann den Wagen nicht fahren. Also man könnte mit Gewalt sich vielleicht die Achse kaputt machen, aber ist ja ein Dummkopf, ne? Ja, also ja genau, kenne ich natürlich alles schon, dass hier bei der Spezialeinheit haben wir das ja alles schon, das ganze Zeug, ja. Bei welcher Spezialeinheit bist du denn? Oh Gott, Leute, der stellt hier zu viele Fragen. Ich muss jetzt auch zu meinem Einsatz gehen, ja, ich muss hier Leute, die Falschparker, ich muss Falschparker abschleppen. Warte mal, stell mal aus, wenn du von der Spezialeinheit bist du doch nicht für Abschleppen zuständig. Komm mal mit, wir checken dich jetzt im Büro kurz. Nein, Leute, ich will doch einfach jetzt hier nur unsere YouTube-Freunde pranken. Ich habe keine Guck Zeit mal, dafür. Guck mal, was dein Job ist hier ne, bei uns. Oh Gott, ey Leute, wenn er mich gleich gesagt, im System Johnson, checkt. Johnson, oder wie heißt du? Jefferson. Ey Leute, wenn er mich gleich im System checkt, ich darf das nicht zulassen. Tut mir leid. Oh, du hast leider zu viele Fragen gestellt. Du gehst heute ein bisschen schlafen für den Tag. Oh, Leute, wir haben uns als Fake-Polizist ausgegeben. Ey, jetzt können wir aber richtig gut unsere YouTube-Freunde pranken. Und wisst ihr was, mit wem ich anfange? Werde. Wir werden jetzt einfach mal direkt zu Amir fahren, Leute. So, wir schnappen uns jetzt hier mal den Abschlepper. Oh mein Gott, Leute, mit diesem Spezialabschlepper soll man wirklich jedes Auto abschleppen können. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach direkt mal bei Amir an, Freunde. Wir fahren mal zu Amir und werden ihm jetzt einfach mal sein Auto abnehmen. Er hat doch hier seinen orangenen Porsche, auf den er so stolz ist. Mal schauen, was er gleich macht, wenn wir ihm sein Auto wegnehmen, Leute. Let's go. Boah, Leute, wir sind jetzt bei Amirs Haus angekommen. Er hat ja hier so ein richtig fettes Anwesen und er hat ja sogar zwei Autos mittlerweile. Einen Porsche und einen Bentley Bentayga. Ich würde aber sagen, Leute, wir werden den Porsche klauen, ja? So, aber ich will natürlich jetzt hier auch nicht erwischt werden. Deswegen, wir können ja erstmal ganz kurz die Polizeidrohne auspacken, Leute. Und dann schauen wir erstmal, wo Amir gerade überhaupt ist. So, Polizeidrohne, zack, wir gehen da einmal rein. Und, hallo, kannst du mal losfliegen, Polizeidrohne? Das Ding hat ein paar kleine Flugschwierigkeiten. Und wir heben ab. Ui. So, okay, dann lass mal gucken, wo Amir sich hier gerade befindet. Oh mein Gott, okay, wir machen die Nachtsichtkamera an oder die Thermalkamera oder wie das hier heißt. Okay, er hat natürlich hier wieder ordentlich Besuch da unten. Boah, Amir, dem geht's gut hier am Pool. Hier ganz viele Frauen da. Boah, bei Amir läuft, okay. Aber wo befindet sich Amir? Warte mal, ich sehe hier eine Person so stehen. Vielleicht ist er das hier gerade. Vielleicht ist er hier gerade im Haus drin. So, zack. Oh, Leute, guck mal. Da in der Küche steht er. Okay, das ist sehr, sehr gut, Freunde. Das heißt, er sieht das auf jeden Fall nicht, wenn wir jetzt ihm hier gleich mal ein Auto klauen. Oh, die Drohne muss weg, nicht, dass ihm das noch auffällt. So, zack, und aus der Drohne raus, Leute. Zack, 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 zack. Das ist jetzt unser Moment, um hier zuzuschlagen. So, schnell hier in den Wagen rein. Wir werden jetzt hier seinen Porsche klauen, Leute. Oh, Leute, schnell, 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 schnell hier durch, schnell hier durch, schnell hier durch. So, und perfekt. Okay, wir sind auf Position. Wir sind auf Position. Oh, bitte, 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 bitte sieht er mich nicht. Bitte sieht er mich nicht, Leute. So, einmal schnell den Arm drehen. Wir haben nicht lang Zeit, Junge. Der Arm ist so langsam. Der ist so langsam. Und weiter ausfahren. Oh mein Gott, Leute.
So, und zack, volle Länge hier ausfahren. Ja, okay, wir haben es gleich. Und befestigen. Oh, Leute, oh mein Gott, wir haben den Wagen am Haken. Oh, komm, jetzt müssen wir uns hier richtig ranhalten. So, einmal das Ding hier hochfahren. So, dann noch schön gerade drehen das Ding. Oh, Leute, das ist ja auch das erste Mal, dass ich das hier steuere. Ich bin hier noch ein bisschen Noob, so, und schnell jetzt hier draufparken. So, den Kran wieder einziehen. Und runter hier das Ding, würde ich sagen, ne? Runter damit hier. So, und schön landen, eindrehen. Zack. Oh, perfekt, Freunde. Sieht doch gut aus. Oh, jetzt hier schnell in unseren Wagen einsteigen, schnell in den Abschleppwagen rein. Nicht, dass das hier noch auffällt. Oh Gott, nein, Leute, ich sehe da durch die Glastür Amir. Amir steht da gerade in seinem Flur. Leute. Oh. Fahr los. Hallo? Hey, was machen Sie da? Gar nix. Oh, Leute, wir haben den Porsche von Amir abgeschleppt. So. Stehen bleiben! Oh. Nein, der fährt uns hinterher. Oh, das ist gar nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut, Leute. Ich habe gedacht, Amir hat nur ein Auto. Oh, aber ganz ehrlich, warte mal. Wir sind doch die Polizei. So, wisst ihr, was wir jetzt einfach machen? Dann machen wir gut. Okay, dann spielen wir halt die Polizeikarte. Amir, wenn du das so willst. Okay, wir müssen jetzt nur gut unsere Stimme verstellen. Officer Jefferson, mein Name. Hallo, was schleppen Sie einfach mein Auto ab? So, du stellst hier nicht die Frage, ich stelle hier die Fragen. Ja, okay. Ey, ich habe in 2 Sekunden meinen Anwalt hier. Geben Sie mir jetzt den Brief, womit Sie ja, die erlaubt haben. Anwalt können Sie rufen. Ja, genau. So, das hier ist ein weiteres illegales Auto. Wisst ihr was, ja, Leute? Komm. Wenn Amir das schon so drauf anlegt, dann werden wir halt noch ein Auto von ihm lahmlegen. So, Leute, okay. Amir will es wohl so wissen. Er ruft seinen Anwalt da hinten an. Dann werden wir jetzt halt einfach ein weiteres Auto lahmlegen. So, hier, LSPD, weiteres Auto lahmgelegt hier. Wie weiteres Auto lahmgelegt? Ja, den Bentley können sie auch nach Hause schieben. Hä? So, damit fährst du nirgendwo mehr hin. Gib mir mein Auto wieder, ey! So, wieder. Okay. Widerstand wieder, gegen die Polizeigewalt. So. Zack, gut, jetzt haben sie sich auch noch strafbar gemacht. So. Also, ihr Auto können sie dann auf dem Revier abholen. Oh mein Gott, Leute. Den haben wir richtig hops genommen. Guck mal, wie er da liegt, Freunde. Sein eines Auto hier komplett lahmgelegt und den Porsche, den nehmen wir jetzt einfach mit, Leute. Okay, ich würde sagen, wir bringen ihn jetzt mal schnell aufs Revier, Leute. Und wenn unsere Polizeikollegen uns fragen, warum wir den abgeschleppt haben, erzähle ich einfach irgendwie so, die YouTuber haben wieder ein Rennen oder sowas gemacht. Ja, das ist ja hier normal. Die Polizei mag die YouTuber ja sowieso nicht, Freunde. So, und dann werden die uns das schon glauben. Ganz einfache Sache, ab zum Revier. Und wir sind wieder beim Polizeirevier angekommen. So, hier einmal reinfahren. Oh, moin, Kollege. Moin, Mate. So. Ich habe gar keine Abstimmung mitbekommen. Ja. Das war mal wieder so ein YouTuber. Die haben wieder so ein Rennen gemacht, ein illegales. Ah, hier, von diesem Amir, ne? Von diesem Amir ist Komplende. Das. Ah, Komplende, sehr gut. Genau. Sein Porsche ekelhaft. Genau, sein Porsche hier, ne? Von diesen, immer die YouTuber da, ey. Sehr gut. So, laden wir den hier mal runter. Ja, wir können ihn ja hier direkt verkaufen oder so, ne? Auf den Schrottplatz bringen, das Ding hier. So, zack, guck mal, wie ich den hier runterwerf. Oh, siehst du, hier sind noch ein paar Macken, hä? Oh, ja, genau, super. Müllauto. Oh mein Gott, wir haben ja schon mal echt hops genommen, Leute. Ich würde sagen, wir schnappen uns als nächstes mal hier diesen BMW, Leute. Weil der BMW, da kann man ja irgendwie so einen Greifarm auspacken, Leute. So, genau, Freunde. Ja, wir bauen nämlich hier richtig ein Spezialauto um. So, zack, einmal hier dran geschraubt. Und jetzt können wir uns hier nämlich reinsetzen und den auch noch hier aktivieren, Leute. Und let's go! Das perfekte Gerät, um YouTuber einzufangen. Das Ding ist jetzt, Freunde, wir müssen mal gucken, wo wir den nächsten YouTuber treffen. Ich weiß nämlich, dass meine ganzen Jungs hier auch immer so Tuning-Treffen besuchen und, ey, kann dieses Teil hier mal runterfahren? Und zwar, ich weiß auch, dass hier am Würfelpark vorne oft so eine Tuning-Treffen stattfinden. Da können wir ja mal hier vorbeifahren. Mal gucken, ob da jemand ist, Leute. Oh, hä? Guck mal, da steht eine S-Klasse, die da rumdriftet. Das ist doch bestimmt wieder einer von den YouTubern hier. Oh, warte mal. Das könnte sogar ist das Russig? Ich glaube, das ist Russig. So. Russig, pass auf, Mädels, die schleppen Autos ab, die Polizei. Allgemeine Verkehrskontrolle. Ey, oh mein Gott, Leute, nein. Amir hat ihn gewarnt. Das ist überhaupt nicht gut. Okay, jetzt müssen wir den einfangen. So, ey, rechts ranfahren.
Ey, Leute, guck mal, Russik haut einfach vor der Polizei ab. Der weiß doch noch gar nicht, was hier von ihm will. Allgemeine Verkehrskontrolle, rechts ranfahren. Sofort rechts ranfahren. Okay, er macht's. Es juckt ihn einfach nicht. Gut. Okay, ich muss ehrlich sagen, ich bin natürlich hier stolz auf meine Jungs, aber wir müssen natürlich heute als Fake-Polizist pranken und deswegen werde ich ihn jetzt rausziehen. Dann werde ich jetzt halt so machen. Dann werden wir jetzt hier unseren Fanghaken, haben wir eh dran geschraubt. So, letzte Chance, rechts ranfahren. Ey, der ist aber auch wirklich schnell hier mit seiner S-Klasse. Oh, komm jetzt. Hau ab, Mann! Ah, du willst gleich abhauen. Oh, Leute, ich muss dein Hinterrad perfekt treffen. Whoa! Oh, ja, okay, wir haben ihn. Was ist das? So, hey, was machst du jetzt? So, Endstation für dich. Was ist das? So, Verkehrskontrolle, allgemeine Verkehrskontrolle. Oh mein Gott, Leute, das ist doch keine allgemeine Verkehrskontrolle, es ist maskiert, Mann. Ja, weil Spezialeinheit. Ich bin Spezialeinheit vor der Polizei. Was ist Spezialeinheit? Guck mal, was wir gemacht haben. So, wir müssen jetzt hier einmal Lautstärkemessung machen, ja? Einmal Lautstärkemessung. Geben Sie mal die Maske ausziehen. Geben Sie mir mal Ihren Ausweis. Nein, wir sind Spezialpolizei. Was für Spezialpolizei? So, ich werde jetzt hier mein Handy rausnehmen und dann machen wir eine Lautstärkemessung. So, einmal bitte Gas geben. Ja, okay. Einmal Gas geben. Ja, okay. Wir werden den jetzt so hops nehmen, so. Einmal Gas geben. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, viel zu laut. Okay, danke. So, wenn also... Sie den Haken wegmachen. Ihr Wagen muss leider konfisziert werden, lahmgelegt werden. Ey! Oh. Zack. Was heißt, wann schießt die Polizei auf Autos? Ja, wir sind die Spezialraser-Polizei. So, also tut mir leid, machen ja. Machen Sie das komisch, hey. Soll vorbeibleiben. Ey, Leute, der will das abmachen. So, zack, machen wir haben jetzt hier eine Parkkralle fertig gemacht hier, ne? Machen Sie das weg, ich versuche das hier Endstation jetzt. Hallo, ey. Ja, was ist das denn? Ja, das ist eine Parkkralle. Ihr Wagen wird nirgendwo mehr hingefahren. Ey, das war der Polizist von Eberus, der hat mir auch meine Autos gekauft. Das ist schon wieder arm hier. So, so, wir können hier gleich Verstärkung anfordern. Check, YouTuber greifen Polizist an. Check, wir brauchen Verstärkung hier. Check. Jetzt! So, die werden abhauen. Ey, Leute. Warte mal, ich dachte ja, ich dich hier so entkommen lassen. Oh, so, Leute. Schnell, wir müssen die Elektroschock. So, ihr werdet mir hier nicht entkommen. So, guck mal, hier meine Polizeikumpels sind schon dabei. Verstärkung ist da. So, Armee haben wir schon mal geschockt. So, hier der Erste, hier verhaften. Los, sehr gut, Jungs, macht ihr das. Oh mein Gott, Leute, guck mal, wie stark wir sind, wie strong wir sind, die Polizei. Ja, schnappt euch noch Russik, Männer, schnappt euch noch Russik. Oh, Leute, so gefällt mir das. Aber das Ding ist, wo ist Russik denn jetzt hin? Ich glaube, es wird Zeit, nochmal die Polizeidrohne. Oh, da vorne ist er. Oh, zack, los, Männer, schnappt ihn. Ey, ich muss sagen, das hat schon seine Vorteile, hier bei der Polizei zu arbeiten. Alle hören hier auf mein Kommando. So, aber wo ist Russik hin? Wo ist er, Leute? Ich glaube, es wird hier nochmal Zeit, die Drohne einzusetzen. Der versteckt sich bestimmt irgendwo. Oh, wir überfliegen jetzt mal hier das Gebiet aus der Luft mit der Polizeidrohne. Wo ist Russik? Okay, Thermal-Action hier, Freunde. Thermal-Visier an. Okay, seht ihr irgendwas? Warte mal. Was sehe ich da? Ich sehe hier einen Punkt, der sich irgendwie gar nicht bewegt. Hier ist... Oh. Guck mal, da zwischen den Containern. Hier bei den Containern. Ist das Russik? Ist das hier... Oh ja, Leute. Okay, wir wissen, wo Russik ist. Der wird jetzt auf jeden Fall auch noch verhaftet. So, der denkt, er ist hier sicher bei den Containern. Ich glaube aber nicht, Leute. Wir gehen doch mal schnell rüber. Okay, da oben seht ihr unsere Drohne. Das heißt, Russik müsste eigentlich jetzt genau hier bei diesem Container sein. Wir werden ihn jetzt hier mal so ein bisschen überraschen. Und... Hä? Wo ist er? Da ist er! Russik, du bist verhaftet! Oh mein Gott, so! Max? Was? Ich bin nicht Max. Hier, du bist nur einer von den YouTubern hier. Oh mein Gott, das war knapp. Wir müssen echt dran denken, dass sie unsere Stimme auch erkennen können. Okay, das heißt, Russik haben wir auch geprankt. Aber ich würde sagen, wir machen mal weiter mit dem nächsten YouTuber. Okay, Leute, für den nächsten YouTuber würde ich sagen, schnappen wir uns hier mal wieder irgendwas von dieser coolen Polizeiausrüstung, was wir noch gar nicht getestet haben, Leute. Das habe ich nämlich gerade nochmal neu entdeckt. Es gibt hier nochmal so einen Spezialpolizei-Brabus. Der hat hier sogar so eine Spikes, Leute. Da kann man irgendwie hier so eine Spezialstacheln ausfahren und damit kann man wohl irgendwie jedem Auto, was neben einem fährt, einfach die Reifen platt machen. Leute, das ist ja auch richtig nice. Ich würde sagen, wir gehen damit jetzt einfach mal auf Streife, gucken mal, welchen YouTuber wir hier als nächstes in der Stadt finden und der kriegt dann einfach mal richtig schön platte Reifen gemacht, Leute. So, aber davor, wenn wir hier auf Streife gehen, erstmal noch einen schönen Schluck Paulberger Limo, Freunde. Ah,
Und jetzt würde ich sagen, Leute, let's go. Okay, Leute, wir fahren jetzt hier in die Grove Street rein. Hier ist auch oft was los. Oh, warte mal, habe ich hier gerade irgendeinem NPC-Auto blatt einen Reifen gemacht? Oh nein, die Spikes sind abgegangen. Wir müssen die nochmal neu befestigen, weil wir hier irgendeinem NPC-Auto gerade die Reifen blatt gemacht haben. So, zack, einfach nochmal schnell neue hier rangemacht. Kein Problem, Freunde. Okay, dann lass mal schauen. Sehen wir hier irgendwo einen anderen YouTuber? Wir müssen hier mal gucken. Oh, warte mal, da vorne, dieses rote Auto. Hä, was ist das denn? Das ist ein Königseck. Das ist ein roter Königseck. Das ist doch safe irgendein anderer YouTuber da drin. So, okay, dann würde ich sagen, machen wir erstmal eine schöne Polizeikontrolle. Einmal rechts ranfahren, der rote Königseck. Rechts ranfahren, Junge. Hä? Okay, sehr gut, der fährt rechts ran. Der hört ja sogar. Hä, das ist Enrico, Leute. Das ist Enrico Italia. Oh. Okay, gut. Leute, der spielt ja sogar mit. Dann lass ihm einfach sein Auto klauen. Ich kann ja da einfach mal so eine... Wir machen einfach so eine Parkklammer mal dran. So, einmal aussteigen. Hey, was ist denn los, Alter? Ich steig hier aus, Mann. Nicht so hastig mit dir. So, das ist doch hier bestimmt ein illegaler Königseck. Illegal getuned. Nee, das ist nicht der von Russik. Ich habe nicht seine Klamotten an, Der hat ja wirklich Russiks Klamotten an. Ja, den müssen wir leider lahmlegen, den Königseck. Ja. Was? Leute, ich mach da jetzt einfach mal eine Parkklammer dran. Gut, Leute, dann. Ich glaube, der braucht jetzt erstmal hier so eine schöne Parkklammer, machen wir dem dran. So. Ja, nichts machst du mir dran, ey. Ey, der steckt ein, der steckt ein, ey. Sofort aussteigen, sofort. Okay, gut, Leute. Okay, dann werden es wohl doch hier unsere mobilen Spikes, Freunde, die wir hier befestigt haben. Oh Gott, wo ist der denn hin? Nein, haben wir den jetzt verloren? Ah, da vorne. Nein, falsche Richtung. Oh, Leute, da vorne ist er. So gut, Enrico, du willst wohl abhauen vor mir. Kriegst mich niemals, ey. Ja, wir werden schon sehen. Guck mal, du kriegst jetzt hier erstmal gleich schön glatte Reifen gefetzt, Junge. Hey. So, wir müssen ihn jetzt einfach nur mit den Spikes hier erwischen. Einmal hier durch die Spikes fahren. Dankeschön. Ausbremsen. Oh, ey, okay, gut. Gut, Enrico, du willst wohl gegen die Polizei, wehrst du dich, ja? Natürlich wehre ich mich gegen die, ey. Du kannst gar nichts machen. Ich bin viel schneller als du, sag ich dir ehrlich. Ey, Leute, wir müssen ihn jetzt rausziehen. Wir müssen ihn jetzt hier unbedingt rausziehen. Das geht so nicht. Der darf uns doch hier nicht entkommen mit seinem Königseck. Ja, oh mein Gott, wir haben ihn erwischt. Er hat platte Reifen, sehr gut. Weg mit dir, Junge. So, zack, perfekt. Okay, dann werden wir das mal wieder befestigen. Okay, es reicht dir wohl noch nicht. Dann kriegst du nochmal ein paar platte Reifen. Oh, der kann schon gar nicht mehr fahren. Ey, das gibt's doch nicht, Mann. So, was hast du an deinem Auto dran, ey? Jetzt Endstation für dich. Oh, so, gibt der jetzt hier auf? Gibst du auf oder was? So, der Wagen wird jetzt hier lahmgelegt. So, und für die Aktion gibt's jetzt hier nochmal schön Elektroschocker für abhauen, genau. So, guck mal, die anderen NPCs greifen den auch an. Ja, und schön liegen bleiben. Schön auf dem Boden bleiben. So, und dein Wagen wird jetzt hier auch lahmgelegt. Und so, also du kannst dein Königseck schön beim Polizeirevier abholen. Ich will meinen Anwalt sprechen. Ja, Anwalt kannst du holen, easy. Dein Wagen kannst du auf jeden Fall heute nicht mehr fahren. So, Leute, Enrico haben wir auch hops genommen. Aber, Freunde, es gibt einen, den ich noch super gerne pranken würde heute als Fake-Polizist. Wobei ich mir da nicht sicher bin, ob das funktioniert. Und zwar unser guter, alter, bester Freund Tuan, Leute. Ich würde sagen, zu dem fahren wir jetzt mal. Und da werden wir versuchen, den noch als Fake-Polizisten zu pranken, Leute. Let's go. Oh mein Gott, Leute, wir haben uns hier schon wieder den Abschlepper geschnappt und oh, da sind Tuans krasse OP-Autos. Wir werden jetzt einfach Tuans Autos beschlagnahmen. Leute, ich habe irgendwie ein bisschen Angst vor dem, was jetzt hier gleich passieren wird. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal ganz auf Nummer sicher, dass er uns auf jeden Fall nicht verfolgen kann. Und machen jetzt erstmal an alle seine Autos hier so eine Parkklammer dran, Leute. So eine Parkkralle oder wie das Ding heißt. So, den Bugatti kann er auf jeden Fall schon mal nicht mehr fahren. Oh, was explodiert da drin? Oh Gott, Leute, oh Gott. Erstmal hier an den OP-Tulos auch erstmal schöne Parkklammer dran machen. Und an den Huracan. Oh Gott, oh Leute, was macht der da drin? Jagt der schon wieder irgendwas in die Luft? Oh, und an den Huracan machen wir auf jeden Fall auch erstmal eine Parkklammer dran. So, und jetzt fahren wir erstmal schön den Abschlepper da. Boah, Leute, meint ihr, wir sollen Touren seinen OP-Tulos klauen? Ich glaube, da versteht der aber keinen Spaß bei dem Wagen, sage ich euch ehrlich. Aber wir gehen auf Risiko. Ich hoffe, er wird uns jetzt hier einfach nicht sehen. Okay, da parken wir erstmal schön in der Nähe. So, oh Gott, was macht der denn da? Oh, Leute, ich höre ihn da schon. Oh, wir müssen uns beeilen. Oh, komm schon. OP-Tulus, wir müssen uns den OP-Tulus schnell schnappen. Und ausfahren, hier voll ausfahren, Freunde. Und, nein, der will nicht rangehen. Oh nein, Leute, warte mal, vielleicht ist der zu stark. Abscheppeln, nicht möglich. Da hinten ist Turn. Warte, komm gleich wieder. Oh. Hey!
Oh mein Gott, oh mein Gott, nein. Was macht dieses Abstellauto hier? Das nervt meine... Oh, was macht der da? Leute, Tuan tritt den ganzen Abschlepper kaputt. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, nein, der ist sauer. Der darf uns nicht sehen. Oh. Warte mal. Oh, oh. Was macht die Parklalle hier in meinem Auto? Oh, ich glaub, wer hat das gemacht? Wer? Oh, warte mal. Tuan, du hast nichts gesehen. Oh Gott, warum brennt hier alles? Nein, Leute, Tuan dreht völlig durch. Okay, Tuan hätten wir nicht pranken sollen. Ich versuche jetzt hier erstmal abzuhauen. Leute, lasst ein Like und ein Abo da und bis dahin, haut da rein, Leute, euer Crimex.